Dann also mal durchs Portal, ja. Wow, das war jetzt unspektakulär. Ich dachte, da kommt ein cooler Effekt. It's a pretty unfriendly environment, but since the portal brought me here, this is where I can find the seals or Grandpa. Okay. Eine kurze Theorie. Jemand hat vier Siegel geklaut. Und hat die irgendwie an Orte außerhalb von unserer Zeit und unserem Raum gebracht. Man kommt da, also ist halt die Frage, hat der oder diejenige noch eine andere Möglichkeit, durch Zeit und Raum zu reisen? Oder kommt man da nur, ist das mal eine Puffbeleuchtung geworden? Die existiert noch. Ich kann die gerne anmachen, die stieß nur nicht auf so große Begeisterung. Also, was ich mich frage, hat wer auch immer die Siegel geklaut hat, noch eine andere Möglichkeit, hier hinzukommen? Also, abgesehen von dem Portal, was existiert. Weil wenn man nur mit dem Portal dahin kommt, muss das ja wer aus unserer Familie gewesen sein, weil die Portale ja nur von den Helsings benutzt werden können. Also, irgendwie so richtig schlüssig ist das nicht. Möchte ich behaupten. Aber okay. Natürlich. Da liegt das am Boden des Brunnens. Ja, da liegt auf jeden Fall eine Leiche. Vielleicht lebt der Typ auch noch, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht sehr gut aus. Natürlich. Wir brauchen einen Dolch, ein... Ist das der Faucet? Nein. Wir brauchen einen Wasserhahn, einen Hammer. Wir haben 15 Objekte, Alter. Hilfe. Ein Apfel auf jeden Fall. Eine Clamp, also so eine Schraubzwinge. Pfotenabdruck. Hier. Ein Trichter. Jawollo. Ich hätte jetzt auch gerne einen Trichter. Ein Hammer. Okay. Wir müssen die Nuss knacken. Okay. Kommt das irgendwann auf YouTube? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann auf jeden Fall. Hier ist die Schraubzwinge. Mais. Jawohl. Mais ist hier. Was ist ein... Was ist das? Tut mir leid, ist mein Vokabular gerade raus. Ein Ruder, okay. Alles klar, das klicken wir dann direkt mal an. Ein Hufeisen. Geweih? Das ist bestimmt... Ist das hier nicht das... Ist das hier nicht... Ich hätte gedacht, das ist das Erntler, aber okay. Ja, wir müssen offenbar irgendwas... Ah, okay, wir nehmen Wasser mit der Kelle und tun es... in das Glas und dann haben wir ein Glas voll Wasser. Alarmglocke ist hier. Ah, das ist eine Eidechse, jetzt sehe ich das. Holy shit. Können immer noch in den Korb gucken, müssen wir aber gar nicht mehr. Okay. Das sind die Beine. Ich habe halt erst... Ich habe nicht gesehen, dass das hier ein Kopf sein soll. Hier ist der Faucet auf jeden Fall. Ist das hier das Erntler? Ja, das ist das Geweih. Der Hammer ist hier. Ein Foto brauchen wir. Das ist da. Fehlen noch der Trichter und der Dolch. Der Trichter ist hier. Das ist nicht der Dolch, oder? Nein.
Hier ist der Dolch. Direkt daneben. Okay, dann nehmen wir den Hammer mit. Das ist ja, oh Gott, wo wir hier überall hinlaufen können, ne? Das Spiel ist ganz schön riesig. Wow, was ist das? Achso, das ist so ein... Okay, ich muss noch ein... antike Klobrille auf jeden Fall. Gehen wir doch mal zum tänzelnden Pony. What have you lost in our parts, child? Searching for death, just like my son. He left to hunt the beast in the forest. 10 tough men left with him a week ago, and none of them have returned. I'm here to help you. How can you help us? That monster isn't God's creation. It's pure evil. Leave this place while you still can. Ganz schön dramatisch. Oh, das Teil. The giant killer boar. Once a villager grew an enormous boar, which became the pride of the village. When the time came to kill it, the villager entered its pen, took out a knife and stabbed it right in the heart. But the animal was so strong that it broke the knife and tore itself free. It ripped the villager apart with its tusks, trampled his wife to death and ran off into the forest. Rumor had it that a piece of knife was still stuck in the boar's heart and that people were disappearing from around the village. First they blamed the local wild boars, but then they said the giant boar had become the boar's leader and was taking revenge against the people. Ever since, the villages have been cursed. Every 100 years the giant killer boar returns and kills 100 people. Okay, kurz auf Deutsch übersetzt. Es gab mal einen Dorfbewohner, der ein sehr großes Wildschwein gezüchtet hat und es war der Stolz des Dorfes. Und als es dann an der Zeit war, das Vieh zu schlachten, ist er halt reingegangen in den Stall, hatte ihm mit einem Messer direkt ins Herz gestochen. Aber das Vieh war halt so stark, dass es die Klinge vom Messer abgebrochen hat, sich losgerissen hat, den Typen mit seinen Stoßzähnen in Stücke gerissen hat, die seine Frau totgetrampelt hat und dann abgerusht ist in den Wald. Gerüchten zufolge steckt die Klinge noch immer im Herzen des Viehs. Da ist das Herz nicht hier. Noch immer im Herzen von dem Vieh. Und inzwischen hat es sich zum Anführer der Wildschweine im Wald hochgemausert und ist jetzt das Geisterwildschwein, was wir vorhin offenbar auch schon gesehen haben. Und die Dorfbewohner sind jetzt quasi verflucht und das Wildschwein kehrt alle 100 Jahre wieder und tötet 100 Dorfbewohner. Na klar. Das ist vollkommen logisch. Das ist vollkommen logisch. Seil mit Haken. Das war halt niemals ein ganzes Seil. Das war halt ein Stück Faden, aber okay. Den Schlüssel haben wir voraussichtlich nicht. Wir haben das Geisterwildschwein gefunden. Wenn sie brav sind, macht denen nichts aus, weil in 100 Jahren kann man viele Kinder haben. Ja, ja, aber du möchtest ja trotzdem nicht, dass 100 Leute getötet werden, weißt du? Nur weil du halt neue zeugen kannst. Ich glaube, hier geht es nicht nur um die reine Population. Wir gucken mal, ob wir in den Brunnen können. Das Seil ist zu schwach dafür, ja, so sah es auch aus. Okay, Igor. Habe ich verstanden. Wir sollen da hinten hinkommen. Wow, wir haben eine Peitsche. The letter's broken, I need a new one. Okay.
Hier kann ich Feuer machen. Hier haben wir einen Eimer mit Wasser. Okay, mit dem Eimer Wasser können wir in der Tasche was machen. Natürlich. Tag 3. Die Jagd nach dem Biest wird fortgesetzt. Es sind dann ein paar seltsame Spuren vorbeigekommen, die aussehen wie Fußspuren von dem Riesenvieh. Und wir haben Kampfgeräusche in der Nacht gehört, auch wenn wir keine Wölfe, auch wenn wir hier schon seit langem keine Wölfe mehr gesehen haben. Klang aber auch nicht wie der Kampf von Wölfen. Die alten Männer haben gesagt, sie haben noch nie so etwas gehört. Heute haben wir versucht, das Biest irgendwie rauszulocken mit dem Geruch von Blut. Es wird höchste Zeit, dass wir das Ganze beenden und das Vieh nicht länger die Gegend terrorisiert und unser Vieh tötet. Also unser Nutzvieh. The tree is quite tall. If I chop it down... Okay. Damit können wir die Brücke dann wiederherstellen, wenn wir das Ding umholzen. Wenn wir... Achso, aber eigentlich wollte ich da... Kann ich da auf die Tasche gucken? Nee, mit der Tasche geht nichts. Aber das Brett können wir mitnehmen. Wir brauchen Bretter. Die Leiter zu reparieren. Okay. Können wir hier nicht so ein Brett mitnehmen? Nicht, okay. Sie ist nicht stark genug, das aufzumachen. Okay. Okay. Verstehe. Ich weiß nicht warum, aber wir machen erstmal die Kohlen aus. Dann nehmen wir das Schwein mit. Stecken uns einfach so ein ganzes Spanferkel in die Hosentasche. Geil, ich stelle mir gerade vor, wie sie einfach mit diesem ganzen Spanferkel über der Schulter da rumläuft. Ja, moin. Ich sollte hier einen Spanferkel abliefern. Was geht bei euch so? Ey, yo, ich sollte ja den Dönerspieß liefern. Wo soll denn der hin? Ah, der Hammer. Wo der Hammer? Wo war denn jetzt das... Das Teil sucht dich. Was mussten wir damit machen? Nicht gesagt. The second nail from the yoke must be... Ah, okay. Hier muss noch ein Nagel im Wasser sein. Und den müssen wir finden und wahrscheinlich mit einem Magneten. Oder wir lassen das Wasser ab. Eins von beiden. Ja, das ist wieder das gleiche Bild. Naja, okay. Uff, Alter. Wenn wir da Feuer machen können, dann machen wir doch da einfach mal Feuer. Okay, aber nicht einfach mit Streichhölzern. Offenbar. Okay, was sagt denn die Karte, wo wir weitermachen können? Hier. Was sind diese Runensteine eigentlich? Dafür brauchen wir das Teil, was das... Aber hier gibt es doch fast nichts, oder? Ah. Okay. Boah, wir können hier halt einfach nichts anklicken. Ach so, das ist auch einfach kein Raum, es ist einfach eine Wimmelbildszene. Also, wie verstrahlt kann man sein? Okay, das erklärt, warum wir nichts anklicken können. Es sah viel zu ordentlich aus für eine Wimmelbildszene. Ja, wir müssen die Teile platzieren wieder.
Ist das sowas? Ich schätze mal. Das Foto muss auf jeden Fall in den Rahmen. Die Zitronenscheibe muss auf jeden Fall an den Cocktail. Säbel, wo soll denn hier ein Säbel hin? Was ist das hier? Käse. Warum ist auf dem Käse ein Apfel abgedruckt? Okay, die Briefmarke kommt auf jeden Fall darauf. Haben wir irgendwo eine Mausefalle oder so? Wo wir den Käse reinpacken können? Eine Kelle könnte in die Schüssel gehören, jawohl. Pfeile gehören garantiert zu dem Bogen. Die Hantel gehört zu der anderen Hantel. Der Bowlingpin gehört zu dem anderen Bowlingpin, was auch immer. Wo ist denn eigentlich mal die zweite Hälfte von unserem Magneten, den wir dann hier garantiert mitnehmen? Da. Außerdem... tun wir die Zitronenscheibe in den Tee. Den Käse in die Mausefalle. Und dann müssen wir nur noch rausfinden, wo wir den Säbel hin tun. Hier rein. Magnet, alles klar. Nagel gefunden. Sehr schön. Bald mit dem Magneten? Nee, warum auch? Alright. Yokes on you. Okay, Seil. Need nails to fasten the rungs. Okay, wir brauchen dann... Okay. Wir brauchen auch noch mehr Bretter. Das Anlocken mit dem Blut hat perfekt funktioniert. Und das Monster ist direkt vor Sonnenuntergang aufgetaucht. Unglücklicherweise... konnten wir seine fette, schuppige Haut kaum... oder seine dicke, schuppige Haut kaum mit unseren Waffen verletzen oder mit unseren Pistolen. Und innerhalb von Sekunden hat das Vieh alle in Stücke gerissen. Ich habe es geschafft, mich in diesem Brunnen zu verstecken. Das Biest hat gegen die Wände getreten, gekeilt, keine Ahnung, vor einer langen Zeit, aber konnte nicht runterkommen. Es hat sogar ein Stück von seinem Stoßzahn abgebrochen. Es hat auf mich gewartet. It's been waiting for me though. Okay, es wartet auf mich seit 3 Tagen. Ich kann es hören. Meine Wasserversorgung in einem Brunnen, in einem trockenen Brunnen allerdings. Mein Wasser geht zur Neige. Ich habe keine Idee, wie ich hier noch länger aushalten soll. Okay, offenbar gar nicht. I never believed someone had used the gate seals when creating this beast. Was? Was erzählt die da? Okay, das ist doch jetzt aber nicht alles. Warum können wir denn den Stoßzahn nicht mitnehmen? Okay. Das muss der Stoßzahn des Monsters sein. I'd never believe someone had used the gate seal when creating this beast. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand diese Siegelsteine verwendet hat, um das Monster zu erstellen. Ja, aber... Oder das Monster zu erstellen vor allem. Das Monster zu erschaffen. Ah, wir können hier wimmeln. Natürlich. Natürlich. Das ist jetzt vollkommen logisch.